Sie möchten hier bestimmt etwas einkaufen. Ich habe den Laden gerade erst aufgemacht, deswegen bin ich noch ein bisschen unkoordiniert. Ich bitte das zu entschuldigen. Sind Sie ein Zauberer? Das ist sehr gut. Ich habe nämlich ganz viele Sachen schon auf Lager. Ich habe die Lieferung heute Morgen erst reinbekommen und ich wollte Ihnen ein paar Sachen vorstellen, die Sie interessieren könnten. Einmal haben wir hier... Oh, Vorsicht. Besondere Glöckchen. Das sind Zauberglöckchen. Denn man kann sie an seinen Schlüsselbund dran tun. Und wenn man seinen Schlüssel verliert, dann ruft man einfach nach den Glöckchen. Und sie werden dann so lange Glöckchen klingen, bis man die Schlüssel wieder gefunden hat. Oder man kann sie auch an andere Sachen dran binden, die man leicht verliert, wie zum Beispiel das Portemonnaie oder den eigenen Kopf. Kommt drauf an. Sie wissen, was ich meine. So, die sind eigentlich ganz praktisch. Ich habe die selbst in verschiedene Sachen zu Hause dran gebunden. Möchten Sie einmal? So sehen die Glöckchen aus. Ich lege sie erstmal zur Seite, dann können Sie sich gleich noch einmal entscheiden. So, halt. Ich lege sie auf diese Seite. Ich muss erst noch eine Ordnung hier reinbekommen. Dann geht das alles das nächste Mal viel, viel schneller. Ich habe ganz neu, falls Sie ein Alchemist sind, Ektoplasma bekommen. Das Ektoplasma sieht so aus. Es ist nämlich absolut durchsichtig. Es ist auch absolut ungiftig. Man kann kleine Stücke rausreißen oder mit etwas mehr Mühe das ganze Plasma aus der Dose befreien. Damit kann man verschiedene Tränke brauen. Und Sie sehen, es ist überhaupt nicht verunreinigt, es ist sehr klar. Es ist also auch noch sehr frisch und lag noch nicht lange auf Lager. Es gibt übrigens auch einen Trick, wie Sie älteres Ektoplasma wieder klar bekommen. Dazu müssen Sie es einfach nur sehr, sehr lang kneten, bis es ein milchiges Äußeres bekommt. Sie sehen schon, es sieht schon etwas anders aus als vorher. Und dann müssen Sie es einfach in den Kühlschrank legen, bis das milchige Äußere wieder verschwunden ist. Was haben Sie gesagt? Sie wussten das schon längst. Natürlich, Sie sind ja auch kein Anfänger. Tut mir leid. Möchten Sie vielleicht etwas Ektoplasma dann kaufen? Ich lege es auch erstmal zur Seite. Sie haben sich noch gar nicht das ganze Sortiment angeschaut. So. Man sollte es immer schön festdrücken, damit es nicht wieder entweicht und sich zu einem Gespenst manifestiert. Daher sind Dosen auch aus einem speziellen Material, aus dem das Ektoplasma sich nicht mehr befreien kann. Das legen wir auch auf diese Seite. So, was haben wir noch?
etwas aus meiner Heimat, den Elbenwäldern. Magisches Wasser. Sehen Sie die Partikel, die darin herumschwimmen? Es ist nicht möglich, die Partikel auf irgendeine Art und Weise aus diesem Wasser herauszufiltern, denn diese Partikel sind Teil des Wassers. Sie sind eigentlich nur eine Illusion und das Wasser ist genauso klar wie das reinste Bergwasser und Quellwasser. Aber dadurch, dass es aus magischen Quellen entstammt, haben sie dieses Glitzer in sich. Man sollte es aber nicht trinken. Wenn man es trinkt, dann kann der Glitzer auf die Haut übergehen und das wieder wegzukommen. Das ist eine ziemliche Arbeit mit verschiedenen Trinken und kann einige Wochen dauern. Der Sinn ist eigentlich nur, dass es etwas schön aussieht und man Leuten, die man nicht mag, ein paar Streiche spielen zu können. Möchten Sie es mal probieren? Ich stelle es auch mal zu der Seite. Vielleicht möchten Sie das ja bald bei sich zu Hause haben. So. Ich schau mal, was habe ich denn noch alles hier? Süßigkeit. Sie mögen doch Süßigkeiten, oder? Ich habe hier Kristallbonbons. Die Kristallbonbons habe ich auch von meiner Heimat mitgebracht. Ich mag sie besonders gerne. Kennen Sie vielleicht schon Kristallbonbons? Kristallbonbons haben nämlich die Besonderheit, dass sie nicht aufgelutscht werden können. Steine. Aber sie schmecken wie Karamell. Ich habe noch das ganze Glas voll. Wenn Sie keine Lust mehr auf den Karamellgeschmack haben, dann können Sie es einfach in Ihre Tasche stecken. Sie kleben auch überhaupt gar nicht. Kann sie vorher einfach einmal abwaschen. Wie ganz normale Kristalle oder Steine. Und dann kann man sie wieder weiterlutschen. Das Blöde ist nur bei denen, sie geben den Geschmack nicht an andere Sachen weiter. Also wenn sie zum Beispiel ein Wasser einen Geschmack geben möchten, dann bringt es nichts, den Kristall da reinzuwerfen. Reagiert nämlich auf magische Weise mit ihrer Zunge. Und daher schmecken sie dann den Karamellgeschmack. Ich lege Ihnen das hier vorne auch zur Seite. Sie können sich dann gleich einen mitnehmen. Den schenke ich Ihnen dann, weil Sie ja mein erster Kunde sind. Und ich habe noch etwas hier. Das könnte Sie auch interessieren. Eine magische Schere. Auch aus den Elbenwäldern. Man kann es eher fast schon ansehen, dass ich sie mitgebracht habe. Und zwar ist sie perfekt zum Haare schneiden. Denn selbst wenn man jetzt quäligen Kindern die Haare schneiden möchte, bei dem Geräusch, was sie von sich gibt, beim Haare schneiden, werden alle sehr beruhigt und schlafen beinahe ein.
Schwämme sind so verzaubert, dass sie einmal am Tag ihre komplette Wohnung von sich aus alleine sauber machen. Und sie müssen sich nicht mehr darum kümmern, dass irgendetwas in ihrer Wohnung sauber gemacht werden muss. Sie erkennen von sich aus, was so bleiben soll oder was unaufgeräumt ist. Außerdem macht der silberne Schwamm zusätzlich noch die Wäsche. Zur Seite, nicht wahr? So. Okay. Oh, ich habe was ganz vergessen. Sie sind doch ein Zauberer. Und ich habe das Wichtigste für Zauberer auch noch überhaupt gar nicht gezeigt oder vorgeschlagen. Ein Zauberstab. Und dieser Zauberstab ist etwas ganz Besonderes. Den habe ich aus Frankreich mitgebracht. Es ist eine ganz besondere Eibensorte. Und was an diesem Zauberstab so besonders ist, ist, dass er einen integrierten Schrumpfzauber an sich hat. Sie kennen doch noch die Glöckchen, die ich Ihnen gerade gezeigt habe. Ich will es da mal an den Glöckchen demonstrieren. Achtung. Schrumpf. Wasser kostet schon 20. Das Set mit den Schwämmen machen wir dann mit dem Glöckchen und dem Ektoplasma und der Schere. Kommen wir auf 75 Goldstücke. Was sagen Sie? Ist doch ein fairer Preis, oder? Sie wissen es noch nicht hundertprozentig. In Ordnung, das macht nichts. Ich bin hier gerade in dem Laden sowieso am Aufräumen und alles in die Regale packen. Und zwar, weil Sie mein erster Kunde sind, verspreche ich Ihnen, dass ich das Paket für Sie zurücklege und Sie sich noch bis morgen Abend entscheiden können. In Ordnung. Gut. Dann schlafen Sie nochmal drüber und wir sehen uns dann mit ein bisschen Glück morgen Abend wieder. Außerdem
und nichts berechnen, wenn Sie das Paket kaufen würden. Was halten Sie davon? Also alles, was ich Ihnen gerade vorgestellt habe, für das magische Wasser kostet schon 20. Ich sag Ihnen was.